Willkommen zurück, Reisende. Heute schauen wir uns Spellbook Demon Slayers an. Einziger Nachteil an dem Spiel ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Nur auf Englisch, Chinesisch und Chinesisch vereinfacht, Japanisch, Russisch, Deutsch leider gar nicht. Das wird ein bisschen problematisch, aber naja. Also wir haben keine Erfolge freigeschaltet. Logisch, fangen wir jetzt erst an. Upgrades auch nicht, da können wir aber mal reingucken. Also normale Upgrades gibt es hier. Ah, einige, also steht bei, was sie kosten. Und einige kann man wohl öfter upgraden. Fraglich, warum hier jetzt schon ein Haken dran ist. Dann gibt es Mutationen. Und Unbinding. Was auch immer heißen mag. So. Und wie ich es jetzt gelesen habe, das ist wohl immer unser Charakter. Den kann man nicht ändern. Aber wir spielen ein Zauberbuch. Und wir können wohl verschiedene Zauberbücher freischalten. Mit verschiedenen Fähigkeiten. Okay, hier, das ist unser normales. Und die dürften jetzt ja wohl alle noch nicht freigeschaltet sein. Genau. Also wir haben dann hier verschiedene Zauberbücher, mit denen wir immer einen Run starten können. Also wir haben hier auf der Seite nichts, wo wir starten können. Ah, okay. Wir müssten dann hier von dem Zauberbuch eine, naja, gut, steht ja auch drüber, wähle. So, nehmen wir das Zauberbuch, das wir haben. Okay, 13 Minuten. Butchers Demons have corrupted the courtyard. Slaughter them all. Also, wir sollen Dämonen schlachten. Player und Feinde, die Geschwindigkeit 110%. Kann man wohl noch erhöhen und dann auch niedriger einstellen. Und scheinbar so, vermute ich jetzt, nur 13 Minuten lang überleben. Dann gibt es nächste 20, müssen wir dann überleben. Okay. Hier steht schon Plus drüber. Ah. Also anklicken können wir hier aber nichts. Dann spielen wir jetzt mal das 13 Minuten Level hier. So. WASD, linke Maustaste. Und ausweichen tun wir mit Leertaste. Das ist unsere Figur, okay. Hier haben wir so einen Schrein. Ah, wir schießen. Ah, okay, wir schießen immer nach links und rechts mit der Fähigkeit. Müssen wir das hier auch mal einsammeln. So, unser erstes Upgrade. Können wir eins von denen hier lernen. Den haben wir. Können wir den Schaden erhöhen. Der wäre neu und die beiden wären auch neu. Rain Hail from above, 40% Chance. Eine Chance zum Einfrieren. Hier unten sind unsere ganzen Werte.
Red Demons behind you is a blast of dust. Oh. Ah, hiermit können wir aber HP regenerieren. Nehmen wir das mal als erstes. Da kommt jetzt hier ein größerer Feind. Bestimmt so eine Art Miniboss. So. Also erhöhen wir jetzt, dass wir schneller heilen, oder lernen wir noch einen neuen Zauber? Ah, okay. Wir können 5 Zauber haben. Wie das aussieht. Also, da müssen wir mal gucken. Magma Axes. Burning Ground. Damaging Area that burns demons in contact over time. Können wir einen Fußboden mit anzünden? So, das nehmen wir mal. The spell you just learned can be aimed. What aiming style would you like to use? Aim mode can be changed in settings at any time. Ah, wir können entscheiden, wo es hinschießen soll. Ja, machen wir auf die nächstgelegenen Dämonen. Ah, wir haben eine Truhe gefunden. Haben jetzt das Heilen auf Stufe 2. Und da haben wir jetzt unseren Boden, der brennt. Oh, jetzt kommen wütende Pilze. Ah, und der Feind da schießt sogar auf uns. Ein bisschen einsammeln. So. Schaden plus 15, Projektilgröße plus 10. Aura. Okay, das ist jetzt eine Aura. Aura Level 1 von 4. Hitchance erhöhen plus 13, Movement Speed plus 13, Cast Speed plus 7. Wie viele Auras können wir denn haben? Ah, und wenn wir voll ausgerüstet haben, gibt es hier wohl noch ein Power Upgrade, dann wenn wir das auf Level 4 haben. Ich denke mal, wir bewegen uns jetzt mal schneller und erhöhen die Cast-Zeit, dass wir schneller die Zauber raushauen. Wir könnten auch nur die Zaubergeschwindigkeit erhöhen. Wir nehmen mal das hier. Können wir uns auch noch ein klein bisschen schneller bewegen. Wir sind ganz unten, deswegen klappt das mit der Karte nicht. Mich schon gewundert, warum die Karte nicht weiter runter geht. So. Der schießt hier auf uns, ganz böse. Müssen wir gleich mal ein bisschen höher gehen. So. Aber dass wir jetzt schon einen haben, den wir uns heilen können, das ist ja schon mal ganz gut. Oh. Das ist aber ein ganz großer. So, wir haben noch 2 Plätze frei. Das hört sich an wie so Gewitter. Könnten wir ja mal mitnehmen. Ah, wir erzeugen auf dem Feld, also ein Feld. Jetzt machen wir mal das. Und da blitzt es.
Aber jetzt frage ich jetzt, warum das manchmal bei uns bleibt. Manchmal bleibt es auch stehen. Ist bestimmt irgendwie so gegnerabhängig. Aber wenn wir ganz unten auf der Karte sind, wollen wir mal ein kleines Stück höher gehen. Also rauszoomen weiter geht nicht, aber man könnte reinzoomen. Das ist jetzt wieder so eine Aura. Das ist aber echt fraglich. Wie viele von diesen Auras kann man haben? Also kritisch plus 30, schneller. 75. Projektile seit Pierce Demons. Multiple Types of Explosion can trigger. Und. Also die Geschosse können explodieren. Dann nehmen wir das einfach mal. Jetzt haben wir hier wieder so einen Schrein. Der heilt uns, okay. Wenn wir ihn schaffen. Gibt uns so einen Heilwaff. Oh, kill demons or break enemy Projektile. Alter, der Schrein schießt auf uns. Was soll denn das? Ist doch voll gemein. Die Erfahrung einsammeln, währenddessen töten. Und Truhe einsammeln. So. Also diese drei sind Aura, das hier nicht. Ah. Dämonen verlieren 33 Leben, wenn sie auftauchen. Aber unsere Crit-Chance ist immer bei 0. Gut, sie ist jetzt bei 18. Also wir können nicht kritisch treffen. Ja, dann. Ja, hier also plus 13 Schaden und einmal Ablenken der Projektile, also dass sie so weiterspringen, denke ich mal. Oder plus 60 Schaden und ein Mana. Verbrauchen Mana, okay. Ja. Wir nehmen mal das hier, das. Wenn unsere Projektile einmal überspringen. So. Wir nehmen hier noch so ein Blitzding. Ah, das ist dann so ein Feld, in dem Blitze auftauchen scheinbar. Wäre cool, wenn wir in dem Ding stehen. Weil dann treffen wir die mit Blitzen und dieses Feld trifft die mit Blitzen. Also gehe ich mal von aus jetzt. Das jetzt nicht auf Deutsch ist gut. Ein Englisch ist zwar miserabel, aber man weiß ja hier so einige Werte und dann orientiert man sich an dem Bildchen. Ein bisschen was weiß man ja. Wir erhöhen mal diesen Blitzschaden. Da ist jetzt wieder so ein großer Gegner. Jetzt ist das Feld natürlich darüber gegangen. Das Feld haut vor uns ab. Ich sehe jetzt leider. Ah, okay. Gut, ich habe es gesehen, wo. Wann der Sprung aufgeladen ist. Super, an der Kiste vorbeigesprungen. Ah. Unser normaler Schaden hat sich erhöht. So, wir haben jetzt hier keine Feinde mehr. Das heißt, sind jetzt nur noch Upgrades. Normales Upgrade. Oder hier mehr Geschwindigkeit.
Energieschild. Light Radius. Oh, nehmen wir mal das. Ich habe das Gefühl, wir sind super nah rangezoomt, aber ich kann auch nicht weiter auszoomen. Ist wahrscheinlich sind die Fähigkeiten vielleicht jetzt auch gar nicht so gut, die wir jetzt ausgewählt haben in der Kombination. Und man kann bestimmt später noch so einen zweiten Sprung einschalten. Irgendwie. Bestimmt durch die dauerhaften Upgrades. Und naja, wie gesagt, da das jetzt nicht auf Deutsch ist, kann man jetzt nicht ändern. Solange es Spaß macht und man einigermaßen versteht, was man hier machen soll. Oh, ein Projektil mehr. So, alles einsammeln. Und das mit dem Brand auf dem Boden ist natürlich gut. Wenn die da durchlaufen und alles. Guck mal, hier oben liegen auch ganz viele Kristalle. Und wir upgraden ja nicht sie, sondern das Zauberbuch, was sie mitnimmt, dann wenn sie auf Abenteuer geht, sage ich mal. Und der andere Blitz, der bleibt jetzt ständig über ihm. Das ist echt cool. War wahrscheinlich voll gut, dass wir es ausgewählt haben. Oh, ein Schrein. Ist aber die Kiste. Spell Power. Ja, dann machen wir hier mal den Cooldown ein bisschen runter. War nur sehr geringfügig, aber... Oh, der gab einen goldenen Kristall. Oh, was ist das denn? Umbral Ibrahims Emporium. So. Wir könnten einmal neu würfeln. Gamble 3 Flowers. 77% Chance to gain 7 Astral Flowers. Ah, wir müssen jetzt 3 von diesen Blumen, die wir gesammelt haben, könnten wir bezahlen. Um vielleicht 7 zu bekommen. Wir können aber auch einfach gehen. Also illegales Upgrade ist das. Rauchbarriere. Stoke enemies with damaging smoke that gains heat cast from extra projectiles. Grant steals for 3 Sekunden after casting. Illegale Magie. Setzt unseren niedrigsten Spell. Ah, das lassen wir ja mal lieber. All damage increased based on missing HP. Up to 1,5 mal 1 HP. Was? Ja, Blutstrom heißt das ja, aber... Limitiert auf 1. Hm. Ihr könnt auch gerne dann Tipps geben, wenn das alles falsch ist, was ich gerade mache. Oh. Damage Reduction, Multiples Damage, Yield instead of Reducing Damage Take. Speed is converted into Reagat. Also, anstatt Mana zu regenerieren, regenerieren wir Geschwindigkeit. Oder was? Ja. Ich werde ja das nehmen, aber... All damage increases based on missing... Okay. Also ich würde das jetzt so verstehen, dass... Solange unsere HP oben sind, ist das hier gut. Oder? All damage increases based on HP. Oder müssen wir HP verlieren, damit unser Schaden hochgeht? Oh Gott, wir lassen das lieber. Also mit negativen Effekten, du. Da ist dann mein Englisch echt zu schlecht. Oh, mehr Projektile bei den Blitzen. Müssten es ja jetzt immer 2 Blitzfelder sein. Oder? Also hier ist immer noch das eine. Oder ist in dem Feld jetzt einfach ein Blitz mehr immer?
Oh, guck mal, gelbe Kristalle. Einmal da hoch, bitte. Dann füllen wir mal unseren normalen Schaden. So, Blutspark-Schrein. Fein fertig. Ah, cool. Da haben wir jetzt kurzzeitig mit was anderem geschossen. So, mal Sachen einsammeln. Oh, wir sollten dann doch ein bisschen noch auf Geschwindigkeit gehen. Die werden alle schneller. Wir haben hier einsammeln. Hoch. Oh, jetzt kommt da so ein Wolf. Dämonenwolf? Ich weiß nicht genau. Aber das mit diesem Blitzfeld, das genau bei dem Boss bleibt, ist ja natürlich cool. Haben wir ja dann doch gut ausgewählt. Zumindest diese eine Fähigkeit. Oh. Gasgeschwindigkeit. Mana-Regeneration. Hit-Chance erhöhen. Projektil-Speed. Range. Und ein... Ach, warte mal. Ein weniger. Armor. Armor haben wir 0. Minus Rüstung ist doch eher kontraproduktiv, oder? Ja, wir machen mal höhere Sammelreichweite. Oh, macht aber schon Spaß. Ist natürlich wieder so ein Autobattler. Vom Style, also von der Aufmachung, vom Zeichenstil würde ich jetzt sagen, ist das wie dieses, was die Leute alle mal gespielt haben. Vampire Survivor. Nur man erkennt, glaube ich, ein klein bisschen mehr. Ist so ein bisschen pixelig, aber ein bisschen bunt. Also, das schon cool. So. Mehr Projektile für den Brand. Ein bisschen schneller machen. Oder Rüstung 1 und Max HP. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ah, jetzt können wir hier laufen. Oh, da ist ein Schrein. Oh Gott, mit was zum... Was stimmt mit dem denn nicht? Also der Schrein ist ja jetzt hier kontraproduktiv. Der schießt ja auf uns. Darf man den Schrein, wenn man... Ja, ne? Wird ja weniger. Ah, Schrein geschafft, gibt eine Kiste. Arkanaura. Demons have plus 20% Chance to explode. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Feinde explodieren. Projektile, Armor und plus 2. Ah, plus 2 Projektile. Spell Base Damage per Projektil plus 1. Base Damage haben wir auch 0. Ja, hier wieder unsere Crit-Chance auf 0 setzen. Das muss ja mal gar nicht. Damage plus 60%. Aber welcher Damage? Es gibt ja hier verschiedene. Oder meinen die damit den Basisschaden? Den ganz normalen. Tja. Aber es hört sich ja schon gut an, ne? Mehr, 60% mehr Schaden. Boah. Dann erhöhen wir jetzt nochmal hier so eine Hit-Chance. Ja. Oh, hier ist schon wieder ein Schrein. Also es gibt wohl kleine Schreine, wo man so eine Aufgabe, also Dämonen töten muss währenddessen. Und dann gibt es wohl... Hat der Sprung nicht weit genug gereicht? Wohl auch größere, die schwieriger sind. Da ist wieder einer, der unseren Blitz mag.
Oh, wir sind schon wieder unten. Entweder ist die Karte sehr klein oder wir waren noch nicht sehr weit oben. Jetzt kommen wir natürlich, falls eine Kiste fallen lässt, nicht an die Kiste ran, ne? So, Levelaufstieg. Duration plus 20%. Summon a Schwein. Crit-Chance plus 7. Projektilgeschwindigkeit und wie weit die schießen. Boah, nehmen wir das mal mit. Oh, wo stehen wir denn? Lässt der jetzt eine Kiste fallen oder nicht? Der stirbt doch halt. Ja, er lässt eine Kiste fallen, an die wir jetzt nicht rankommen. Also der Sprung reicht nicht so weit, wie ich das denke. So, hier ein paar Sachen einsammeln, dann hier so rum, da lang, hier. Sachen einsammeln und dann austricksen und da lang gehen. Kiste eingesammelt. Oh, beides. Delete Press, ja. Cool, also ein mehr Feuer und ein mehr bei Blitzen. Oder? Blitz? Waren das Blitze? Was sind das für welche? Also die halten mehr aus. Das heißt, wir brauchen jetzt Schaden. Noch ein Blitz mehr in dem Bereich. Ne, wir machen mal hier dieses Feld, das die Bosse verfolgt, da ein bisschen den Schaden erhöhen. Also irgendeiner schießt da andauernd auf uns. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste und hoch. Ah, Feuer plus 1. Da. Oh Gott. Hat uns was getroffen. Dann gehen wir immer mal ein Stück höher. Binden immer schön die Feinde an. Jetzt wären es aber... Oh. Schmugglerschrein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier... So viele. Oh Gott, oh. Das ist er schon wieder. Hätten wir auch gepflegt lassen können. Rüstung der Dämonen ist immer. Minus 7. Das ist doch bestimmt falsch, oder? Amor. Guck mal, wir haben schon Rüstung minus 1. Also 100 HP mehr, aber 2 weniger Rüstung. Das klingt ja okay. Boah, oh, warum sind das jetzt so viele? Ne, wir laufen schon wieder runter. Oh. Oh, haha, ausgetrickst. Da lang, da lang, da lang. Und einmal springen. So, springen. Den hier bleiben. So, da lang. Wir sind aufgestiegen und da ist ein Schrein aufgetaucht. Oh, an dem Schrein ist auch ein Bild. Der würde unsere Crit-Chance kurzzeitig erhöhen. Einmal. So. Die Wolf-Dynamo. Overlord, aha. Also weil wir dann 4. Ne, warte mal, Learn Spell. Wir haben doch schon 4. Ne, warte. Was? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war, was ich da fabriziert habe oder nicht. Sind ganz schön viele Gegner, muss man ja mal sagen. So. Aha, das Spiel möchte, dass wir hier lang gehen. Und jetzt wollen wir dann da lang gehen. So, Energieschild. Ich habe keine Ahnung. Lichtradius plus 13. Was für ein Lichtradius?
Ah, und die eine Fähigkeit ist jetzt echt nicht mehr gelb, sondern hat die Farbe geändert. Dann waren wir hier bestimmt auf Stufe 4. Oder? Crit-Chance erhöhen, Reichweite, ja, machen wir das mal. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Keine Ahnung. Boah, hier noch eine Crit-Chance, dann wären wir da auch bei 4. Wo? Wo? Da liegt eine Kiste da und ist mitten im Schrein. Da kommen wir doch jetzt im Leben nicht hin, oder? Oder? Kommen wir da hin? Kommen wir da hin? So, ah, der Schrein ist leider verschwunden. Wir hätten noch einen töten müssen. So. Oh, es sind zwei Blitzfelder jetzt. So, vielleicht. Einige von euch werden das Spiel bestimmt schon durchgespielt haben, wa? So. 10 mehr Schaden. Das hört sich doch gut an. Oh, nein. Oh. Was? Wir konnten direkt zweimal hintereinander springen. Hat sich schneller aufgeladen als gedacht. Oh. Warnung. The Demonic Legion has breached the barrier. The Butcher approves. The Cosmos shall aid you in our final defense against the forces. Was? Battle until you reach the final wave of enemies and all elites have been defeated. Endlos. Imperio Mikali? Das Wort habe ich noch nie gehört und gesehen. Summon extra Shrines to increase your power. Also mehr Schreine, aber da müssen wir ganz schön lange stehen bleiben immer. Oder Demonic Rage. Ja, dasselbe Wort? Keine Ahnung. Summon difficult Elite Demons to earn greater rewards. Also bessere Belohnungen. Ja. Time Challenge. Eight Challenge hört sich doch aber auch gut an, oder nicht? To reach the final wave of enemies and all elites have been defeated. Also hier steht doch, wir können so lange kämpfen, bis wir zu der finalen Welle der Gegner kommen, oder nicht? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Hier explodieren mit 75%iger Wahrscheinlichkeit. Oh, oder 25% mehr Schaden. Oh, was nimmt man denn jetzt Tolles? Mehr Schaden. Ich möchte da lang und dann will ich hier lang und da lang und so. Und dann habe ich ihn ausgetrickst und gehe da wieder hoch. Also man sollte mal in diesen Blitzfeldern so in der Nähe bleiben, denke ich. Oh nein. Oh, der hat aber Schaden gehauen, du. Aber scheinbar ist deren Hitbox nicht so riesig. Also die müssen schon, wir müssen schon sehr nah an denen sein, damit die uns Schaden zufügen. Was natürlich gut ist, dann kann man so ein bisschen links, rechts an den vorbei und so. Höhere Sammelreichweite, das ist doch schon mal cool. Oh, Regeneration plus 1, regeneriert 50 HP over the next 3 Sekunden. Oh. Oh, wir haben nur 0,2, dann ist plus 1 ja super. Ein bisschen doof ist, wenn ein Level up ist, auch das mittendrin auf, so dass man überhaupt nichts mehr sieht. Oh, was denn jetzt mit den Schreien?
also das mit den Schreinen ist mir echt zu schwierig, du. Dafür machen wir noch zu wenig Schaden. Oh Gott, wir gehen gleich hops. Nein, da ist oben. Oh nee. Oh. Nee, nee. Oh, da wollte er lang gehen. Genau gesehen. Oh. Oh, jetzt hier schon wieder so ein Schrein, der auf uns schießt. Also diese komischen Bosse kriegen wir gar nicht runtergeboxt. Level up. Hier können wir eine Aura, also Evolution starten. Ah, Crit-Chance erhöhen. Kastgeschwindigkeit. Ja, wir machen mal lieber die Kastgeschwindigkeit. Können wir schneller schießen. Hat noch was gelebt. Also hier der Schrein könnte ja langsam aufgefüllt sein. Ah, hat schon mal war er aufgefüllt. Oh, zwei noch. Oh, ach, das schon wieder. Ich kann nicht immer minus Rüstung nehmen. All Spells gain one level. Experience gain plus 3. Oh, alles eins weniger. Hm. Nehmen wir mal das da. Bringt mich jetzt wahrscheinlich um, aber man muss ganz schön auf die Geschosse aufpassen. Oh ne, jetzt sind wir wieder oben. Also scheinbar werden die Schreine, die in der Nähe sind, angezeigt per Pfeil. Ach, oder es ist einfach eine Kiste. When you dash, create Patch of Burning Ground. Spell Projektile plus 2. Spell Damage plus 1. Ein Abpraller. Damage plus 13. Ah. 13 mehr Schaden. Und ein Abpraller mehr. Cool wäre, wenn irgendwo steht, wie viel Schaden wir machen. Max Level 100. Okay. Wir sind Level 24. Oh, da haben wir ja noch Zeit, wa? Oh Gott, habe ich das vorhin ausgewählt? Lass mal bis Level 100 spielen? Okay. Ich nehme einfach mal. Ja, das hier mit dem brennenden Fußboden, das hört sich doch gut an. Nee. Hm. Mehr Regeneration. Oh, mehr Schaden und größere Projektile. Also diese Sachen, die hier auf einen schießen, ne? Das sehe ich manchmal überhaupt nicht. Also wir machen nicht gerade viel Schaden, habe ich das Gefühl.
Wir haben zwar so coole Fähigkeiten, aber irgendwie. Oh Gott, ich glaube, wir sind hops gegangen. Ne, wir haben noch 2 HP. Ach ja, nee. Heavy Stage complete. Jetzt schwören können, wir sind gestorben. To Titel End Your One and Go Back to the Title Screen. Oder neu starten. Also wir haben 8 Blumen gesammelt, für die auch immer gut sind. Ja, dann gucken wir mal. Oh, neuer Charakter freigeschaltet. Beziehungsweise Buch. Okay, 9 Stück haben wir für diese Upgrades. Da ist so ungebunden, ne? Das ist dann für alle Bücher, oder? Das sind normale Upgrades. Das sind so generelle Level-Sachen, so wie es aussieht. Ah, das sind die Sachen, die wir im Spiel bekommen können. Oder? Weil es waren ja, hier sind ja Fähigkeiten bei, die wir eben auswählen konnten. Aber ungebunden. Aura, Aura, Aura. Also das sind alles die Auren. Aber die müssen wir ja auch erst bekommen. Wie fund all auras. Wie fund all. Ah. Also ein Heilschrein ist ja, bringt ja mal gar nichts jetzt. Aufsammelreichweite. Ja, ist das dann generell? Plus 4% Schaden pro Punkt. Also hätten wir 12% mehr Schaden oder was? Auch noch die Regeneration unserer Lebenskraft. Ne? So, und jetzt haben wir ein neues Buch. Das hier. Game plus 1 Projektil at Level 7, 15, 30, 15, 100. Es geht echt bis Level 100. Ghost Bullet. Fire a magic bullet at a nearby demon. It chains even if you miss. Geisterkugel. Start Bonus. Plus 20 Schaden. Plus 20 Projektilgeschwindigkeit und Entfernung, die so zurücklegen können. Und hier hatten wir Crit Chance. Buff Effekte und Buff Duration. Bestimmt durch also Rotation oder sowas, oder? Ja, also man kann hier wieder cool viele Sachen freischalten. Und dass man jedes Mal also ein Buch sich auswählt, statt ein Charakter, der irgendwas kann. Ja, hier müssen wir einfach das 3-mal spielen, dann kriegen wir das Buch zum Beispiel. Die sind auch bestimmt aber auch super schwer, welche zu bekommen, oder? Looked. 13 or more Astral Flowers. Boah, 13 von diesen Blumen, die wir eben... Also wir hatten ja 9 dieser Blumen.
für Upgrades ausgegeben haben. 13 in einem One bekommen. Bekommen wir auch dieses Buch hier. Nach 69 Truhen. 69. Bekommen wir das Buch hier. Na, guck mal. Projektilchain, Aumat plus 1, aber Max HP minus 7. Gimbal. Gimbal. Also bei diesem mit negativen Effekten. Bei dem. Boah. Regeneration 77 oder höher. Jetzt? Die kann ich auswählen. Die hier nicht. Und wie, woher wissen wir dann, wie wir die freischalten können? Oder sind die noch nicht hinzugefügt? Warte mal, ist das ein Early Access Spiel? Ich glaube, ne? Mal gucken. Shopseite. So. Ja, ist im, ist ein Early Access Spiel. Also das Spiel ist noch nicht fertig. Das heißt, die hier werden bestimmt erst hinterher dazukommen. Na cool, wir haben direkt unser zweites bekommen. Das spielt man jetzt so bestimmt wieder ein bisschen anders. Andere Fähigkeiten und so. Wir haben auch, wie auch immer, vier Herausforderungen schon geschafft. Also hier Achievements. Aber die muss man ernsthaft suchen. Aber warte mal, Toggle Complete. Ah. Also es macht Spaß und werden wir jetzt bestimmt noch ein paar Folgen uns angucken. Die in den Büchern und sowas. Da kann man bestimmt wieder witzige Sachen machen. Irgendeinen Wert super hochtreiben. Und konnten wir eigentlich auch... Ja, hier, genau, verschiedene Level. Oh, wir können jetzt die anderen beiden schon auswählen. Was vorhin... Konnten wir es, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß trotzdem nicht, was das hier heißt. Aura Max Level plus 1. Flowers Gain. Malif. Ist gekühlt. Okay. Wir können die Gegner schwerer machen. Ich hätte mich schon gewundert, weil es ja... wie stelle ich das wieder aus? Ah, so. Warum? Also es gibt ja hier verschiedene Level. Keine Schwierigkeit irgendwie, die man einstellen könnte. Dafür ist das ja hier scheinbar. Aber dann muss man auch erst wieder Blumen sammeln. Und dann kann man sich die Gegner noch super schwer machen. Das hier könnte natürlich... Wie wohl gibt's hier irgendwie mit den Upgrades zu tun haben? Mutationen. Ja, das sind diese Spells, die nach Stufe 4 dann so super aufgewertet werden irgendwie. Man muss ja Glück haben und den dann bekommen erstmal. Aber wo ist denn das mit dem Reroll? So, Aura-Effekt. Ne, Schmugglerschrein. Upgrades. Ist das hierbei? Reroll per Point, ja.
Man kann dreimal neu würfeln bei den Sachen. Aber wenn wir jetzt hier mehr Schaden, mehr Regeneration gemacht haben, warum taucht denn das hier denn überhaupt nicht auf? Gut, Schaden steht hier einfach nicht bei. Okay. So, werden wir uns noch einige Sachen anschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Spiel. Ist ja auch schön gemacht. Ein bisschen muss man sich halt durchfuchsen, weil es alles auf Englisch ist. Außer natürlich die Leute, die super gut Englisch können. Die ist ja natürlich klar, was hier steht. Ich denke mal, alles upgraden ist eh das Sinnvollste. Gut. Ich hoffe, ich hatte dir Spaß beim Spiel. Und habt natürlich auch selber Spaß, wenn ihr spielt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Gucken, was wir dann freigeschaltet haben. Oder ob wir dann einfach das Buch spielen. Dann erstmal bis zum nächsten Mal. Haut rein.